Hallo und herzlich willkommen bei Häkeln mit Voldusa. In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr diese Sorgen- oder Glückswürmchen rucki-zucki mit einem Farbverlauf hier oder mit Farbwechseln besser gesagt häkeln könnt. Passend jetzt natürlich zur anstehenden EM. Entweder in Deutschlandfarben oder Italien oder ja, oder sonst welche Flaggenfarben. Das könnt ihr natürlich individuell anpassen. Ich mache jetzt mal heute wieder eine mit. Ja, mit den normalen Deutschlandfarben. Was wir dazu brauchen, ist natürlich eine Holzperle mit Gesicht, 2 cm im Durchmesser. Wir brauchen jetzt hier für diese ja, Fahnenvariante in Deutschland, brauchen wir einmal Schwarz, Rot und Gelb. Ich verwende Baumwolle 50 Gramm auf 125 Meter. Wir häkeln das Ganze mit einer 2 mm Häkelnadel. Und ihr braucht natürlich dann noch eine Nadel und eine Schere. So, um euch das jetzt kurz zu erklären, wir starten hier oben an unserer Aufhängungsschlaufe und häkeln direkt dieses Würmchen. Die Holzperle, die ziehen wir ganz am Schluss hier drüber. So, ich packe euch das mal auf die Seite. Diese bemalten Holzköpfe von mir, viele wissen das auch bereits schon, die findet ihr in meinem Etsy-Shop. Den Link dazu mache ich euch alles unten in die Videobeschreibung rein. Ihr könnt natürlich handelsübliche auch verwenden, die sind alle klasse aus nachher. So, wir starten auch direkt schon mit dieser Aufhängungsschlaufe. Jetzt hier in diesem Fall, in dieser Deutschland-Version. Ihr könnt das natürlich auch in ganz bunt wie ein Regenbogen oder sowas machen. Also es ist jetzt gar nicht zwingend notwendig, dass ihr hier jetzt nach diesen ja, Fahnenfarben geht. Ja? So, wir starten jetzt. Wir lassen am Anfang hier ein kleines Stück so übrig. Wir beginnen mit einer Luftmaschenkette mit insgesamt 50 Maschen. Dazu machen wir uns jetzt hier erstmal eine Anfangsschlaufe und behäkeln jetzt hier einfach 50 Luftmaschen. So, wenn ihr diese 50 Luftmaschen dann hier geschafft habt, dann schaut ihr, dass diese Luftmaschenkette jetzt nicht verdreht ist, sondern gerade liegt. Und dann stechen wir hier vorne in diese erste Masche ein und setzen uns eine Kettmasche. So. Und jetzt beginnen wir hier mit dem ersten, mit dem schwarzen Teil, mit 7 Luftmaschen. So, also das ist jetzt hier zu einer Schlaufe schon geschlossen und jetzt einfach 7 Luftmaschen häkeln. So, wenn ihr das geschafft habt, einfach den Faden liegen lassen. Machen wir gar nichts damit. Einfach hängen lassen und wir schnappen uns direkt die nächste Farbe. Um euch jetzt noch ganz kurz noch was zu zeigen, bevor es jetzt weitergeht. Ihr könnt das natürlich anpassen. Schaut mal, ich habe jetzt hier noch eins gemacht. Das ist sehr lang. Ich glaube, das war jetzt ungefähr mit, ja, mit 10 Luftmaschen statt jetzt 7. Dann wird es so. Und das hier hat jetzt 10. Also ihr könnt das natürlich hier diese Längen anpassen. Mir persönlich gefällt es halt so mit 7 ganz gut. So, also 7 Luftmaschen, wir lassen alles hängen, holen uns direkt jetzt einfach die nächste Farbe. Das ist jetzt hier die Rot. Jetzt lasst ihr hier am Anfang so ein bisschen längerer Faden, ja? Wir setzen das einfach hier so an und häkeln jetzt erneut 7 Luftmaschen. So, wir ziehen es einmal hier durch das Schwarze. Das zählt mit als unsere erste. Sieben Stück, gleiches Spiel, einfach hängen lassen, nichts dran machen. Wir holen uns die nächste Farbe. Da holen wir uns jetzt die Gelb. So, ich habe das jetzt mal ein bisschen auf die Seite gelegt. Das legt ihr euch am besten auch so, ja, gerade hin. Das klappt dann ganz gut, verwirrt ihr euch nicht so. Hier gleiches Spielchen, am Anfang ein bisschen länger lassen hier, dass wir das nachher noch problemlos vernähen können, das Ganze. So, erste. Zweite. Und hier machen wir jetzt statt 7, 9. So, also bei der letzten Farbe. Erste, zweite, vierte, fünfte, sechs, sieben, acht, neun. So, warum habe ich hier 9 gemacht? Ich erkläre es euch kurz. Wir häkeln nämlich jetzt hier an dieser Luftmaschenkette zurück. Jedoch beginnen wir in der dritten Masche. Das ist die erste, die zweite und hier die dritte, dass wir quasi wieder in die siebte kommen. So ganz egal, wie lang ihr jetzt dieses Würmchen hier häkeln wollt, wie viele verschiedene Farben ihr ansetzt,
Schaut einfach, dass ihr bei, wenn ihr bei der letzten Farbe angekommen seid, einfach noch zwei Luftmaschen dazu packt, ja? So, und jetzt geht's hier zurück. Wir behäkeln immer jede Masche mit drei Stäbchen. Ich zeige es euch, wir machen einen Umschlag, gehen in die Masche, holen uns den Faden. Jetzt haben wir hier drei Schlingen auf der Nadel. Wir maschen die ersten beiden ab und dann die nächsten beiden. Dann haben wir schon ein Stäbchen gehäkelt. So, und von diesen Stäbchen kommt immer in jede Masche drei Stück rein. So, und das häkeln wir jetzt hier komplett die ganze Farbe entlang. So, ich bleibe jetzt mal kurz hier bei euch, um euch das gleich zu zeigen, wie wir wieder den Farbwechsel machen. So, da haben wir ja gar nicht so viele Maschen. Das geht rucki. So, das ist jetzt hier die vorletzte schon. So. Und eben hatten wir ja hier durch dieses Rot jetzt quasi die erste Masche von dem Gelb durchgezogen. Also behäkeln wir jetzt auch hier mit dieser Farbe noch einmal hier in diesem letzten Rot oder in dem ersten Rot halt hier. Hier setzt ihr auch noch eure drei Stäbchen der Farbe, bei der wir jetzt gerade sind, halt rein. So, und das zieht sich jetzt alles hier so ein bisschen. Das ist gar nicht so schlimm. Ihr zieht jetzt einfach so ein bisschen an diesem roten Faden oder der Farbe, die ihr vorher vor euch habt, also als nächstes dran kommt, Mensch. So, und dann haben wir es auch schon geschafft, jetzt mit Gelb. Wir schneiden uns den Faden ab und auch hier lasst ihr jetzt bitte ein längeres Stück unbedingt. Das brauchen wir nachher, um das alles ordentlich vernähen zu können. Und ihr schneidet es am besten jetzt tatsächlich auch schon ab, sonst verwirrt ihr euch mit diesen ganzen, ja, Farbknäueln. So, wir gehen direkt einfach in die nächste Farbe rein. Seht ihr, ich habe jetzt noch Gelb hier auf der Nadel, also diese Schlinge in Gelb. Wir machen uns einfach den Umschlag jetzt mit der nächsten Farbe, gehen in die nächste Masche rein und häkeln einfach weiter, als wenn nichts passiert wäre. So, immer unsere drei Stäbchen in jede Masche hinein. So, und das macht ihr jetzt hier, wenn ihr bei der nächsten Farbe angekommen seid, ganz genauso. Und wir häkeln dann mit der letzten Farbe hier entlang mit dem Schwarz bis zur vorletzten Masche. In die letzte Masche häkeln wir das Ganze ein kleines bisschen anders. Das zeige ich euch aber gleich. Wenn ihr dann weiter gehäkelt habt, ich habe ja eben gesagt, dass ich mich wieder einblende und ihr hier auch bei eurer letzten Masche angekommen seid, behäkeln wir in diese letzte Masche einfach ein Stäbchen. So, es folgt ein halbes. Für ein halbes machen wir einen Umschlag. Gehen wir in die Masche rein, holen uns den Faden, wie gehabt, und fädeln das Ganze hier einmal komplett durch. So, dann haben wir unser halbes Stäbchen schon. Es folgt noch eine feste Masche. So, und dann schneiden wir uns auch hier den Faden schon ab. Hier gilt immer, lasst es ein bisschen länger. Dann ziehen wir einfach hier so an dieser Schlinge mit der Nadel am besten so durch, dass der Faden durchgezogen ist. Und dann beginnen wir das Ganze auch schon zu verknoten und zu vernähen. Ich starte das Ganze jetzt hier oben an diesem letzten Faden vor der Aufhängungsschlaufe einfach mit einem guten Doppelknoten zuerst mal. Ihr könnt natürlich jetzt hier diesen Faden schon vernähen. Oder ihr macht es jetzt einfach wie ich. Ich mache es ordentlich stramm und schneide es einfach, ja, knappkantig ab. Diesen hier, nur hier oben an der Aufhängungsschlaufe, ja. Weil der kleine Knoten hier mit diesen Zippeln, der verschwindet nachher sowieso in der Perle. So, und dann machen wir weiter hier mit unseren Farbwechselstellen. Erstmal zieht ihr hier oben das gut stramm. Dann holen wir uns unsere Nadel,
So diese Fäden müssen wir schon vernähen, sonst sitzt, ja, man sieht es sonst, ne? So, ich mache das jetzt so, dass ich einmal so nebendran einmal einsteche. So, das Ganze ein bisschen schön stramm ziehe. Und dann führe ich mir einfach diesen, ja, Faden von hier oben nach innen. So, zu diesem anderen Anfangsfaden von unserem Farbwechsel. Da könnt ihr das auch hier erstmal verknoten, das Ganze. So, am besten mit einem Doppelknoten. Und dann könnt ihr hier diese Fäden vernähen. So, das macht ihr am besten natürlich immer Farbe für Farbe. Also den roten Faden vernähe ich natürlich in dem roten Stück. So. Zack. Und dann schneiden wir uns einfach den Rest weg. Und genauso macht ihr es natürlich hier bei euren nächsten Farbwechseln. Habt ihr auch hier dann die nächsten Fäden alle vernäht? Könnt ihr das Ganze, seht ihr, sieht jetzt wild und ja, durcheinander aus. Wir drehen uns das jetzt einfach noch manierlich ein. So könnt ihr das hier wunderbar Schritt oder Stückchen für Stückchen eindrehen, das Ganze. So, und dann haben wir schon unser Würmchen mit unserem, ja, Farbwechsel. Jetzt holen wir uns noch unsere Holzperle. Da gehen wir von hier oben so einmal rein mit unserer Häkelnadel, schnappen uns die Aufhängungsschlaufe, die ziehen wir einmal durch die Holzperle durch. Seht ihr, und hier, wo der kleine Knoten war, das drücken wir einfach richtig so in die Holzperle rein. Und dann haben wir das auch weg. So, dass uns die Perle hier nicht verloren geht, machen wir hier oben mit der Aufhängungsschlaufe noch einen Knoten. Das ziehen wir schön fest hier runter, dass sich hier auch nichts, ja, wieder löst oder bildet oder hier ein kleiner Fitzel noch ist. Also schön stramm ziehen das Ganze und schon habt ihr hier, ja, ein Würmchen mit Farbwechsel. Das war heute ein Rucki-Zucki-Video für zwischendurch. Ja, ich denke, diese Holzperlen, die haben wir jetzt ja schon sehr oft verwendet. Also das nächste Video machen wir mal was ohne Perlen. Da wird auch wieder was ganz Süßes. Da bin ich schon dran. Ja, ich hoffe einfach, das Video hat euch heute Spaß gemacht. Ich konnte euch das gut zeigen, wie ihr das macht mit diesem Farbwechsel. Ich wünsche euch viel Spaß bei euren EM-Würmchen vielleicht. Oder macht einfach ein Regenbogenwürmchen, ist auch ganz süß. Können wir ja Lesezeichen und ja, alle möglichen Dinge halt machen. Oder Blümchen und Anhänger, haben wir ganz vieles hier schon gemacht zusammen. So, da habt ihr hier wunderbar die Möglichkeit, das Ganze hier anzupassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich schon auf das nächste Video. Bis bald. Tschüss.